Und herzlich willkommen zurück hier zu God of War mit dem Ralf von der letzten Folge. Habe ich hier die letzte, oder also die letzte reguläre Valkyrie platt gemacht. Waren drüben bei Sindri, haben, naja, was wir upgraden konnten, abgegradet zu dem Zeitpunkt. Und ich habe jetzt eine sehr, 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 sehr lange Session hinter mir, in denen ich quasi alles abgegradet habe auf Max, was ich zumindest kann. Genau, die Chaosklingen, da konnte ich ja schon letztens maximieren. Ich habe hier einen neuen Griff bekommen und auch, hopp, das wollte ich noch zeigen, die meine Axt ist schon auch Level Max, weil ich habe hier Nebel-Echos farmen müssen. Natürlich einen Haufen Nebel-Echos farmen müssen, damit ich die Rüstung aufwerten konnte. Und ich habe die Truhen hier aufgemacht. Die vier Stück. In einen dieser Truhen war diese Niflheim-Nebel, also der eiskalte Niflheim-Nebel, mit dem ich dann die letzte Stufe der Axt freischalten konnte. Es waren noch ein paar Zauber drin und Talisman. Der Talisman habe ich, glaube, nicht genommen, aber die Artefakte habe ich verbaut. Dann habe ich weiterhin Echos gesammelt. Wie man sieht, ich habe über also 51.000 Nebelechos und drei Anker. Ne, mit drei Anker kriegt man auch nicht. Die Anker bekommt man an der Stelle, an dem man vorher die Valkyrie erledigt hat. Da gibt es eine Truhe, die, aus der die rauskommt. Und sobald man die drei hat, kommen noch keine mehr. Aber gut, man braucht ja auch nur drei. Man hat ja nur drei Porten. Die hier kostet 10.000. Die hier 15.000. Und die hier 20.000 Echos. Deshalb habe ich jetzt natürlich 50.000 gefarmt. Pro Run, wenn man ihn ganz schafft, mit allem drum und dran, kann man 10.000 bekommen im Schnitt. Meistens gerade so, manchmal auch ein bisschen drunter. Aber so ein Run dauert halt 8 Minuten und muss durch jede Kammer durch und jeden Scheiß nebenher machen. Es gibt hier noch zwei Sondertruhen, die dann spawnen, wo man einmal die Runen wieder mit den Schalterrätseln zur gleichen Rune machen muss. Oder wie abgebildet ist, und auch eine mit diesen Glocken. Und wenn man das alles hat, kommt man auf ca. 10.000 Runen. Tja, das war jetzt, glaube ich, 2-3 Stunden Arbeit. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Aber ich wollte das noch voll fertig machen, bevor wir das jetzt alles aufzunehmen. Das wäre jetzt für euch ein bisschen beim Zusehen lang, also wirklich, wirklich langweilig. Weil wenn ich nur hier dreimal, also im Ring rumrennen, oder naja, dreimal, aber 20 Mal bestimmt bin ich im Ring rumgerannt. Naja, war nicht so spannend. Also beginnen wir. Pam, pam, pam. So, komm mal her, Bub. Daran. Ouchie.
gegen die Walküren war das jetzt ja Sommerspaziergang. Aber hier? Ich hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Ja, aber das ist halt Apollo. Weltenstaub. Okay. Was kommt hier raus? Oh nee. Au, au, au. Ho, Lecomio, das war hart. Ja. Das war harter als... Aber diese Hexen, die ficken ja noch immer so. Nee, bleib ich lieber bei dem. So, mal gucken, ob das wieder funktioniert, der Trick. Ja, das funktioniert. Leben ist wieder voll. Der dritte wird echt übel. Ich spüre es. Ich bin mal gespannt. Wolfgang von hinten. Oh nee. Lass uns das kleine Vieh kaputt machen. Oh ne, da ist noch mehr ein.
Mach mal auf. So, das war das. Geschafft! Ihr habt alle drei Weltenrisse fest. Als ob mir gleich die Finger abfallen. Du hast Gelder war der zweite am Schlummer. Das war keine leichte Aufgabe. Du kannst stolz sein. Bin ich. Danke, Vater. Nebelschutz. Immer noch nicht besser als der. Dann haben wir das erledigt. Ja, lass mich in Ruhe. Das ist übrigens die Truhe, die ich meinte. Da musste man dann einmal durchs ganze Labyrinth rennen und die richtige Code eingeben in den drei Stellen. Verbesserung gefällig, bevor ich... Hey Sindri, weißt du was? Die Weltenrisse sind zu. Wie war das? Das habt ihr geschafft? Ganz im Ernst? Gibt's nicht. Ja, war nicht leicht, aber alle sind versiegelt. Das glaube ich nicht. Die Kraft, die man braucht. Keine Übertreibung. Das würde auch nicht zu euch passen. Tja, was kann ich noch sagen, außer danke. Ivaldi und Söhne würden euch jetzt auch danken. Ja gut. Dann haben wir das, haben wir das. Dann müssen wir jetzt die restlichen Weltenrisse in Midgard machen. Da hat es ja nicht mehr so viele. Dim. Das ist jetzt schneller als ich dachte. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich da jetzt eine Folge dran sitze an diesen drei Dingern. Da waren die Walküren echt harter. Wobei, das zweite war schon hart mit der. Ha, Hexen! Ah, so, warte. Y. So. Den wollen wir mal. Noch einmal zum Horn. Nee, nicht jetzt. Also. Gehen wir jetzt erstmal zu dem Feuer da drüben. Wir müssten jetzt auch alle Feuer anmachen können. Okay, das Feuer brennt ja. Das da müssen wir noch anmachen. Und das. Was hat ein
Agni und Modi eigentlich mit Rungir zu tun? Ach ja. Also, nachdem Rungir auf Tor gestürzt war, konnte niemand im ganzen Hofstaat den toten Steinriesen wegjagen. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Fang doch früher an mit den Geschichten, nicht wie ich schon einen halben Meter weg bin von meinem Ziel. Noch ein Name. Hildur. Jemand, der die Walküren sehr liebte. Wer nur? Vielleicht die Königin? Sehen wir dann, wenn wir alle haben. Da ist noch ein Weltenriss, da ist noch ein Weltenriss und da. Alle? Feuerschalen haben wir dann entzündet. Aber noch vier. Die haben nur drei. Keine Ahnung. Nachdem Rungir auf Tor gestürzt war? Tor selbst war auch nicht zu gebrauchen. Er war wie benommen und konnte kaum atmen. Doch keiner von Odins Männern war stark genug, um ihm zu helfen. Da kamen die Knirpse Magni und Modi, die beiden drei Käsehochs. Und während niemand außer mir hinsah, schoben sie Rungir beiseite und befreiten ihren Vater. Der blondere Magni kassierte die ganzen Lorbeeren. Und seitdem wurde Modi von tiefer Verbitterung zerfressen. Aber das wisst ihr ja selbst. Ja, das hat ihm nicht gefallen. Okay. Wie komme ich da hoch? Muss ich da das Rätsel noch mal machen? Ich sehe etwas im Wasser. Komme ich da noch mal hoch? Hier eine Landestelle? Ja, hier. Da kommt die nächste. Ich
Wenn ihr alleine geht. Okay. Dann Geld, das hilft dir nicht. Noch ein Name. Gunnir. Die geheimen Runen. Offenbar sollen wir in Muspelheim und Niflheim nach gefangenen Walküren suchen. Na dann. Dann haben wir das jetzt auch für dich. Das ist mein Beruf. Und wenn man königlicher Berater werden will, dient man zwangsläufig auch mal dem einen oder anderen Irren. Es gibt nicht viele freie Stellen. Mein erster Herr war auch ein Scheusal, doch dank ihm lernte ich, wie viel man durch Scharfsinn ertragen kann, was mir bei Königen und Göttern zugute kommt. Wir machen später weiter. Ja, jetzt muss ich hier irgendwie wieder hoch. Da oben lautet bestimmt auch irgendwas, was ich nicht besiegen konnte, und deshalb habe ich den Aufzug nicht.
Ah ja, hier waren die Kackviecher. Hinter dir! Oben ist ein Riss. Wie komme ich da hin? Bin ich wieder unten? Hey. Ist da noch ein Weg, den ich nicht gesehen habe? Ich war genau da. Plan. Ja, das bin ich meine Erfahrung und sage an der Stelle danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ihr liken und subscriben, solltet ihr deine Minister noch nicht mehr getan habt, die Notation aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von euch sehen wollt. Wenn ihr YouTuber nicht benachrichtigen, was von WhatsApp gibt, gibt es auch den Twitter-Account von Dennis, den ihr Follow drücken könnt und einstellen könnt, dass alle Fizien gezeigt werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!